Ich ranke alle meine Sergio-Parfüms vom schlechtesten bis zum besten. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was eure Favorites sind von der gesamten Marke. Mittlerweile haben sich über die letzten Jahre bei mir doch ein paar angesammelt. Ich glaube, insgesamt 23 Stück. Ich finde die Marke eigentlich schon ganz, ganz cool. Gibt ja auch Leute, die mögen die Marke gar nicht gerne. Andere feiern sie. Ich gehöre eher zu denen, die die Marke ganz cool finden. Aber fangen wir mal an mit dem, den ich am wenigsten mag. Also Platz 21, nämlich der Erba Pura. Ist ja auch ein absoluter Topseller von Sergio. Kann ich auch irgendwo verstehen, warum der so beliebt ist, aber meins ist es einfach nicht. Finde ich viel zu süß, viel zu drückend, fast schon erdrückend, penetrant. Habe ich, glaube ich, vielleicht ein, zweimal getragen, aber ist wirklich überhaupt nicht meins. Also mit Erba Pura kann ich nicht so viel anfangen, deswegen auch auf dem letzten Platz, finde ich, gibt es bessere auch für Jugendliche. Dann Platz 20, schon besser als Erba Pura, nämlich der Erba Gold. Also wenn ich mir einen kaufen müsste, würde ich immer eher den Erba Gold nehmen, weil der einfach nicht ganz so drückend ist, nicht ganz so schwer, noch ein bisschen Melone mit drin, macht es ein bisschen schöner, finde ich, ein bisschen angenehmer, aber auch nicht mein Favorite, weil er eben am Ende des Tages dann doch auch in diese klassische Erba Pura Richtung reingeht, aber wie gesagt, wenn man die DNA, den Geruch gerne mag, dann würde ich an sich eigentlich immer eher den Erba Gold empfehlen. Dann Platz 19 von Casa Morati, der Levar del Sole, ist ein richtig, ja, ich finde, besonderer Duft für den Sommer, kann man sehr, sehr gut im Sommer tragen, auch wenn es jetzt wieder Richtung Herbst, Winter geht, aber für den Sommer ist das schon sehr besonders, ganz cool, einzigartig, gibt nicht viele, die den haben und den mag ich schon ganz gerne, aber im Vergleich zu den ganzen anderen, die ich noch habe, wie gesagt, nur auf Platz 19. Dann haben wir weiter Platz 18 und der White on White von Sergio. Das ist so ein bisschen so ein cremiger Kokosnussduft, finde ich. Soll anscheinend auch Feigenmilch mit drin sein, so ganz viel Feige kriege ich hier nicht raus. Ist für mich vor allen Dingen so eine cremige, ein bisschen süße Kokosnuss. Kann man auch im Sommer gut tragen, wenn man so Kokosnuss mag. Ich persönlich mag so ganz süße Düfte im Sommer nicht ganz so gerne, deswegen nur auf Platz 18. Dann haben wir Platz 17 und den neuen Ableger vom Tony Iommi, nämlich der Tony Iommi D-Fight. Der Flakon sieht zwar ganz cool aus, aber so ganz meins ist es nicht. Also der riecht auch komplett anders als der normale Tony Iommi. Ist ein völlig eigenständiger und anderer Duft. Irgendwie nicht so ganz meins. Diese ja deutliche Fruchtigkeit da drin, die stört mich so ein ganz bisschen. Deswegen eins weiter unten und auch nicht so wahnsinnig weit vorne. Ich glaube, ich würde sogar die beiden nochmal tauschen, wenn ich es jetzt gerade so sehe. Also den White and White würde ich eigentlich eher tragen als den Tony Iommi D-Fight. Deswegen machen wir es mal so. Dann haben wir auf der Nummer 16 einen Klassiker und auch wahrscheinlich einen Topseller von Sergio, nämlich der ja klassische Allrounder Argento. Ich habe hier sogar beide Versionen da. Einmal die alte mit dem Velvet noch und dann auch die neue mit dem Glas. Eigentlich ein bisschen unnötig, aber ich wollte damals mal gucken, wie die aussehen, als sie gerade noch rausgekommen sind. Deswegen habe ich mir den dann nochmal neu bestellt. Ist an sich ein stabiler Duft. Der Argento kann man immer tragen, überall. Auch gerade so als Einstieg in die Marke Sergio, ein gutes Teil, weil der relativ einfach zu mögen ist. Auch für Jüngere gut tragbar, wie gesagt, in jeder Situation eigentlich kann man den immer rocken. Trage ich jetzt auch mittlerweile nicht mehr ganz so oft, weil ich eben einfach bessere habe. Aber wie gesagt, für einen Einstieg ist er auch vom Preis her für Sergio-Verhältnisse noch relativ günstig. Dann auf Platz 15 haben wir den, ne, das ist der falsche, die sind ja alle gleich, aus der Shooting Stars Collection, der Kobe. Der Kobe von Sergio ist ein sehr besonderer Sommerduft, also schon ganz klar Sommer, aber was ganz Besonderes, also kann man gar nicht so richtig beschreiben, ist schon so ein bisschen würzig, holzig, grün irgendwie, aber was ganz Besonderes muss man mal ausprobieren, wird auch mit Sicherheit nicht jedem gefallen, ist schon was Spezielles, aber wenn man eben im Sommer einfach sehr besonders riechen will, sehr einzigartig, dann ist der Kobe schon ganz cool. Trage ich jetzt auch nicht allzu oft, aber mit dem Ding riecht er auf jeden Fall nicht wie jeder zweite und wirklich, muss man mal testen, aber wird wahrscheinlich nicht jedem gefallen. Dann haben wir auf der 14 auch wieder von Casa Morati den Dolce Amalfi. Das ist auch ein richtig cooler, auch ein bisschen besonderer, würziger Sommerduft. Also der ist schon ein bisschen fruchtig und süß, aber auch sehr würzig, fast schon so ein bisschen so spicy, kann man sagen. Ist echt ein ganz cooles Teil. Also ja, das ist cool. Also kann ich empfehlen für den Sommer, wenn man jetzt nicht so was Klassisches, Zitrisches, Frisches haben will wie alle anderen, dann ist der Dolce Amalfi von Casa Morati auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl wert. Dann haben wir 13, aber auch nur, weil ich keine Frau bin und ich den nicht selbst trage, der L Anniversary. Das ist so einer der schönsten Frauendüfte, die es eigentlich gibt. Also es gibt ja den normalen L von Sergio, der ist ja schon gut für eine Frau, aber der L Anniversary, der ist nochmal ein Stück besser. Also auch für jüngere Frauen gut geeignet, aber wirklich schon sehr luxuriös, sehr elegant. Ja? Für eine elegante, gepflegte
gepflegte, fast schon so ein bisschen edle oder vielleicht vornehme Dame, kann man schon sagen. Aber auch jüngere Dame gut geeignet. Wie gesagt, ich bin keine Frau, deswegen trage ich ihn selbst nicht. Aber der ist schon wirklich sehr, sehr gut, wenn man wirklich so top, 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 notch, Luxus, Frauenduft sucht oder eben haben will. Dann Nummer 12, der legendäre Opera. Das ist ein richtig cooles Teil mit so einer sehr einzigartigen und besonderen Kaugumminote. Also der hat wirklich so eine süße Kaugumminote und auch wie es der Name schon sagt, Opera wirklich für die Oper oder eben für einen großen, pompösen, besonderen Abend, wo man einfach auffallen will, wo man Eindruck machen muss, wo man wahrgenommen werden muss. Würde ich jetzt nicht im Alltag tragen, weil der einfach dafür zu süß und zu schwer und zu heftig ist. Aber wie gesagt, für einen großen Abend, für die Oper und einfach was Besonderes, was nach Kaugummi riecht. Dann der Opera, weil das auch schon ein echt sehr, sehr cooles Teil ist. Dann haben wir auf der Nummer 11 den Zerjoff Om aus der Stone Label Reihe. Das ist auch ein Teil, ich sage mal so, für CEOs. Denn das ist so der CEO-Duft. Der ist richtig, der hat richtig Aura, kann man sagen. Das ist ein richtig männlicher, kräftiger Duft, der wirklich, wenn man den riecht, da weiß man, oh, da muss man aufpassen, weil das Ding wirklich richtig Macht und Einfluss ausstrahlt. Das ist wirklich krass, hat auch einen CEO-Preis. Also ich glaube, die 100 ml, das kostet, ich glaube, 600 Euro mittlerweile. Also das ist wirklich, können sich auch nur CEOs leisten, aber mit dem Ding wird man wahrgenommen, damit fällt man auf und man riecht einfach, ja, wie der Chef, ne? Nichts für Jüngere und wie gesagt, vorsichtig dosieren, hat eine krasse Haltbarkeit, eine krasse Ausstrahlung und ist wirklich schon eine richtige Wucht, kann man sagen. Dann kommen wir jetzt zu den Top 10 schon. Angefangen mit dem Zerjoff Cruz del Sur 2. Den habe ich noch nicht ganz so lange. Den habe ich noch relativ neu entdeckt. Ich würde sagen so 2-3 Monate. Und dafür habe ich da echt schon wahnsinnig viel von getragen. Also ich habe schon eine relativ große Parfümsammlung und wenn ich ein Parfüm neu bekomme, das geht nicht leer. Also, dass hier so viel fehlt, das heißt, das muss ich schon in den letzten Wochen und Monaten wirklich wahnsinnig oft getragen haben und das ist einfach sehr, sehr selten bei mir, weil ich so viele Parfüms habe, die ich tragen kann und auch immer meistens jeden Tag, jede Woche verschiedene Parfüms benutze, ist ein sehr, sehr besonderer Mango-Duft. Also so ein süßer, leckerer Mango-Duft, fast so ein bisschen so wie Mango-Eis oder Mango-Joghurt und eignet sich auch im Sommer extrem gut. Also ich habe den vor allen Dingen im Italienurlaub auch relativ oft getragen oder auch einfach so an Sommerabenden jetzt bei uns hier draußen, wo es noch warm war. Eigentlich mag ich so süße Düfte im Sommer gar nicht gerne. Also ich trage eigentlich fast nie Düfte, die süß sind im Sommer. Aber bei dem hier ist es ein bisschen was anderes gewesen, weil der einfach diese schöne cremige und sehr besondere fruchtige Mango-Note hat. Sehr einzigartig, habe ich sehr gefeiert, relativ neu entdeckt und schon sehr viel getragen, spricht auch für sich. Auf dem Platz 9 eigentlich so den besten Allrounder von Zerjoff, finde ich, nämlich den Zerjoff Uden, auch aus der Shooting Stars Kollektion. Das ist auch eine sehr coole DNA, ein sehr cooler Geruch. Ganz viele verschiedene Noten so ein bisschen gemischt, also schon so frisch und würzig, aber auch ein bisschen süß und einfach angenehm, cremig, pudrig so ein bisschen. Das ist schon so ein Geruch, die ganzen Noten, die ganzen Richtungen vermischen sich so zu einem sehr, sehr angenehmen Geruch, zu einer sehr angenehmen DNA, die man immer und überall tragen kann. Schule, Uni, Arbeit, whatever, Büro. Wenn man, würde ich sagen, nur einen einzigen Duft haben will von Zerjoff für immer, dann eigentlich den Zerjoff Uden, auch für Schüler, für Jugendliche, sehr, sehr gut geeignet, mag ich wirklich extrem, extrem gerne. Dann auf der Nummer 8 haben wir einen weiteren Duft, den ich am Anfang nicht ganz so gut fand, aber mittlerweile wirklich über alles liebe, nämlich den 40 Knots von Zerjoff. Riecht so ein bisschen so wie der Ambre Nuit von Christian Dior, deswegen habe ich auch immer gesagt, also wenn ich einen Duft haben will, der nach Ambre Nuit riecht, dann kaufe ich mir eben einfach den Ambre Nuit, aber das Besondere hier ist, der hat auch so ein bisschen so eine maritime, salzige, aquatische Note mit dabei, ist deswegen im Sommer besser. Also wie gesagt, eigentlich im Sommer trage ich keine süßen Düfte, aber bei dem 40 Knots, insbesondere an Sommerabenden, ist das irgendwie was ganz anderes. Der passt da total gut rein und vor allen Dingen den hier habe ich im Italienurlaub wirklich fast jeden Abend getragen, weil der einfach perfekt passt. Also für einen warmen, auch warmen Sommerabend 40 Knots und es ist eigentlich wirklich Endstufe, kommt extrem gut an bei jedem eigentlich, bei Frauen, bei Männern. Das ist ein unfassbares Teil und habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, um den zu verstehen, aber mittlerweile liebe ich den wirklich über alles, den 40 Knots. Dann haben wir auf der Nummer 7 einen weiteren extrem geilen Duft. Also jetzt kommen wirklich fast nur noch
10 von 10 dürfte, ne? Das ist schon, die sind jetzt alle schon wirklich sehr, sehr gut, die noch kommen. Nämlich den Tony Iommi Monkey Special, also das erste Release aus der Tony Iommi Reihe. Ein sehr besonderer, cooler Lederduft, aber nicht so hartes Leder wie bei Tuscan Leather oder Ombre Leather von Tom Ford, sondern so eine sehr gut eingearbeitete Ledernote, die man gut tragen kann, auch gerade jetzt im Winter. Ich finde auch im Alltag dann vielleicht ein bisschen niedriger dosieren, aber der ist wirklich schon ein krasses Teil, sehr besonders. Auch nicht gerade günstig für die große Größe, aber der Tony Iommi Monkey Special, der ist schon wirklich sehr, sehr gut, ne? Auch zum Rausgehen. Top, top Teil. Dann haben wir weiter auf der Nummer 6 mittlerweile den Serge of Naxos. So mit einer der besten Düfte für den Herbst generell. War ja auch in meiner Herbstliste auf dem Platz 2. Ist auch so ein Kandidat, genau wie der 40 Knots. Den habe ich am Anfang nicht ganz so gefühlt. Hab den schon fast ein bisschen gehatet, als ich den das erste Mal getestet habe. Also als ich damals angefangen habe, Videos zu machen, auf TikTok damals, da habe ich gesagt in dem Video, in meinem ersten Video zu dem hier, dass ich den überhaupt nicht gut finde und auch den Hype nicht verstehen kann. Tja, also mittlerweile liebe ich den wirklich über alles, kann mir den im Herbst überhaupt nicht mehr wegdenken. Also auch wieder so ein klassischer Fall von gut Ding will Weile haben. Die ganze Tabak-Honig-Kombination auch schon recht einzigartig. Das habe ich am Anfang irgendwie nicht so verstanden. Vielleicht auch, weil ich noch am Anfang war, relativ am Anfang von der Parfümgeschichte damals. Aber mittlerweile ein unfassbares Teil. Deswegen auf der Nummer 6 der Serge of Naxos. Dann auf der Nummer 5 auch ein Ding, was mich unfassbar geflasht hat. Nämlich der Om Anniversary, also die Jubiläumsausgabe von dem normalen Om. Ich habe ja gesagt, der hier ist sehr, sehr maskulin, männlich, kräftig. Richtiger Statement-CEO-Duft. Deswegen ist der hier auch manchmal ein bisschen schwierig zu tragen, insbesondere für jüngere Leute oder einfach, wenn man vielleicht nicht das größte Selbstbewusstsein hat, dann ist der wirklich schon schwierig, weil das ist wirklich schon ein richtiger Statement-Duft. Und das ist der hier auch. Das ist auch ein definitiver Statement-Duft, der auch schon richtige Aura ausstrahlt, aber ein bisschen weicher, ein bisschen feiner, ein bisschen angenehmer einfach, noch mit Zitronenmus mit drin und kann man im Alltag viel, viel besser tragen. Ja, auch für jüngere Leute besser tragbar, auch bei der Arbeit im Büro gut tragbar, ist immer noch ein kräftiger, männlicher, maskuliner Duft, ne? Ohne Frage, also würde ich jetzt blind nicht bestellen, auch allein schon wegen des Preises, aber das Ding ist deutlich tragbarer als der hier und dass man den hier nochmal besser macht, ist schon Wahnsinn, also Om Anniversary. Auf der 4 haben wir den besten Duft im Sommer, den es für mich aktuell gibt, nämlich den Torino 21. Ich kann mir den, also ohne den im Sommer kann ich mir den Sommer nicht vorstellen. Ne? Das ist diese Kombination aus Zitrone, Minze, Basilikum, dieses frische, zitrische. Und es ist einfach so besonders, so einzigartig, gute Haltbarkeit, eine richtige Erfrischung im Sommer, Zitronenlimonade getoppt mit Basilikum und Minze, unfassbares Teil, ohne den geht es bei mir aktuell im Sommer nicht mehr, deswegen Torino 21 auf dem Platz 4. Wir haben dann auf Platz 3 so ziemlich einen der allerbesten Düfte mit Amber, die es gibt. Na, es gibt noch den Ambre Nuit, es gibt den Grand Soir, es gibt noch ein paar andere sehr, sehr coole, auch nischige Sachen mit Amber, aber der Amber Star von Serge, der spielt schon in der wirklich ganz hohen Kategorie von den Amberdüften mit. Von der Qualität her, auch vom Duft her, ist das wirklich absolute Spitze. Schon auch ein bisschen würzig, ne, was dieses Ambrierte eben mitbringt. Und das Ding ist aber schon wirklich unfassbar. Also für einen Abend, zum Rausgehen, großer Abend, vielleicht ein bisschen eleganter, ein bisschen schicker, ein bisschen edler, ist das auch wirklich eins der allerbesten Düfte, die es eigentlich so generell gibt. Kann man leider nur im Set kaufen mit dem Star Musk, deswegen ist es dann natürlich dann wieder direkt ein bisschen teurer, aber der Amber Star von Serge of schon ganz großes Kino. Dann haben wir auf der 2 und eigentlich Platz 2 und Platz 1, die sind schon sehr, sehr nah beieinander. Platz 2 ist für mich der Serge of Fars aus der Oud Stars Reihe. Das ist einfach diese Kombination aus Lavendel und Oud, die für mich extrem geil ist. Also ich liebe Lavendel und ich liebe auch Oud. Und diese Kombination von beiden bekommt man eben einfach in diesem Duft hier, in diesem Serge of Fars. Viele sagen auch, der geht vielleicht so ein bisschen in so eine Oldschool-Richtung. Also geht er auch. Das ist schon so ein bisschen Oldschool-Richtung oder vielleicht auch so alt, ja, ältere Damen-Richtung. Also kennt man ja auch von dem UZ in Mood von MFK, dass da viele sagen, oh, der riecht aber so ein bisschen nach so einer älteren Dame vielleicht eher. Ist bei dem hier auch ein bisschen so. Aber ich sag mal, wenn man genug Selbstbewusstsein hat, wenn man irgendwie schon ein gestandener Mann ist, sage ich mal,
dann ist das Ding schon wahnsinnig geil. Also Lavendel, Oud, wer die beiden Sachen mag, der muss den Fass unbedingt mal ausprobieren. Und jetzt zum Schluss auf der absoluten Nummer 1, auch schon eigentlich seit immer, ne? Also schon immer die Nummer 1 für mich, der Alexandria 2 und der Alexandria 2 Anniversary. Ich sag mal, die riechen eigentlich gleich, kann man sagen, ne? Deswegen 2 dürfte auf dem ersten Platz. Das Paradebeispiel eines orientalischen Duftes, ne? Also unfassbar gut, eine wahnsinnige Haltbarkeit, eine wahnsinnige Ausstrahlung. Damit wird man auf jeden Fall wahrgenommen, damit fällt man auf, wenn man einen Eindruck machen will, wenn man laut sein will, wenn man rausgeht, ne? Dann ist es einfach diese orientalische Bombe, Alexandria 2. Ich würde eigentlich immer empfehlen, zumindest wenn man ein bisschen Geld sparen will, den Alexandria 2, den normalen zu kaufen, weil der einfach ein bisschen günstiger ist. Wenn man natürlich das Nonplus Ultra haben will, den ein bisschen schöneren Flakon und einfach zeigen will, dass man es hat, sage ich mal, ne, weil den eben die meisten nicht haben. Die meisten haben eben, wenn sie einen haben, den hier und nicht die Anniversary-Version. Wenn man es ein bisschen zeigen will, was man hat, eine coole Sammlung haben will, kann man auch den Anniversary nehmen, rein vom Preis her, weil die aber einfach gleich riechen. Würde ich empfehlen, den Alexandria 2 zu nehmen, aber auch vorher testen, weil das auch nicht jedem gefällt. Und gerade wenn man so am Anfang ist, von orientalischen Düften noch nicht ganz so viel probiert hat, dann wird der wahrscheinlich ein bisschen too much sein. Aber das war das Ranking von allen meinen Sergio-Düften, die ich habe. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was eure Favorites sind, und lasst gerne mal ein Follow da für die besten Parfüms.